Der Panorama-Rundweg startet am Riesenfass und führt über gepflasterte Straßen und erste Treppenabschnitte an den Waldrand. Von dort aus geht es zunächst in gut begehbaren Serpentinen auf den Petersberg und nach etwas mehr als einer Stunde und 160 Höhenmetern erlangen wir die Aussichtsplattform Kaiser Wilhelmhöhe. Von dort aus sehen wir die Klosterruine Limburg. Es geht weiter, diesmal schon bergab zum Aussichtsplatz oberhalb des Grimhildenstuhls, der einen sagenhaften Blick auf Bad Dürkheim freigibt. Die Wanderung zurück zum Ausgangspunkt geht weiter und 2 Stunden 30 Minuten später sind wir wieder am Riesenfass angekommen.